Liebe Humboldtianerinnen, liebe Humboldtianer, also hier sind wir mit Freitag nach 1. Das Präsidium lernt und durch Corona angeregt soll dieses ein Format sein, mit dem wir Ihnen erzählen, was in der letzten Woche war, was für die nächste Woche ansteht und was so das ganz Dringliche auch in der Arbeit des Präsidiums ist. In dieser Woche war es die Vorbereitung und Begleitung der kommenden Beratungen über das sogenannte Chörgesetz. Das Chörgesetz will eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes als quasi Dienerin für die Kooperation für die Berliner Universitäten. Dafür ist es wichtig, jetzt nochmal intensiv auch im Abgeordnetenhaus zu ventilieren, in welcher Art und Weise Bedenken bestehen. Und wir hoffen sehr stark, dass wir eine verbesserte Kooperation damit erreichen können zwischen den Institutionen, die jetzt im Rahmen der Exzellenzstrategie kooperieren. Für alle Humboldtianerinnen und Humboldtianer ist es eine wichtige Angelegenheit für die Erleichterung der Forschungskooperation. Es wird Administration entfallen. Man nimmt keine Rechte des Akademischen Senates in irgendeiner Art und Weise außer Kraft. Das Ganze hat sich gespiegelt auch in einer ganz intensiven Diskussion bei uns im Akademischen Senat. Und es war eine wirklich Sternstunde auch unseres Akademischen Senates und ein Zusammenstehen in der Humboldt-Universität, dass es eine einstimmige Unterstützung auch hier aus unserem Hause gibt. Von daher drücken Sie uns für dieses bisschen hölzerne Zeugs, die Chör, die Daumen, dass es gut diskutiert wird im Abgeordnetenhaus und dass damit tatsächlich Kooperation gut unterstützt werden kann. Bis zum nächsten Mal, ein schönes Wochenende und tschüss.